Damit Servus und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2 Folge. Vielleicht. Achso. Keine Ahnung was. Aber vielleicht die letzte, wir wissen es nicht. Aber es sieht so aus, denn Martha wurde. Martha? Schon mal. Na, die hieß doch hier, das war doch Martha, glaube ich. Smarty? Das weiß ich nicht. So, tippeln wir hier mit Lynn alias Jessica Malang. Jessica war bestimmt seine große Liebe. Fahrt. Nee, glaube ich nicht. Kannst du mir mal den Pfad zeigen? Mhm. Weil die haben das so gesprochen, von wegen hat Jessica gesagt, du sollst fragen und so irgendwie sowas. So nach dem Motto, dass das alles über Lynn, dass das alles über Jessica läuft. So ich glaube, es war einfach. Ich sehe einen Pfad, ich sehe keinen Pfad. Ich glaube, es war einfach seine beste Freundin oder irgendwie sowas. Ich habe Feuer gemacht. Tipp, 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 tipp. Ich glaube, die Welt schon geht unter. Die Brücke. Reißt sich jetzt zusammen. Sie? Die Teufel. Ah, guck mal, wir fliehen in eine Kirche. Natürlich. Armageddon, Alter. Nee, da hoch. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es kalt ist, oder? Nur ein Nachthemdchen. Ja, ich dachte. Lass mich doch mal testen. Dieser Kopf irritiert mich, wa? Vor allem wackelt doch nicht immer noch. Jetzt kriegt dein Satansbaby. Vor allem ist schnell gewachsen, ne? Innerhalb von ein paar Tagen, oder was das war? Ja, ja. Jux. Ist das nicht die Kapelle? Mm-mm. Leg dich oder hin. Oder doch? Da. Doch, ist es wohl. Doch, guck mal, aber da hinten ist es sieht viel kleiner doch. Aus, es war viel Judas. Größer. Und vor allen Dingen, die Streckbank lag ja vorher, stand die ja da im Gang drin. Doch, doch. Hier oben war ja der Thron, wo jetzt die Streckbank ist. Wo der Vetter drauf gesessen hat, Bruder Padanos. Padanos. Hm. Das verstehe ich gar nicht bei so einem komischen Tier. Das ging aber schnell. Vor allem die Nabelschnur und der Mutterkuchen sind ja. Gut. Du bist auch so ein Kuchen. Ah. Down. Da ist nichts. Oh, Jesus Gott! Lynn! Lynn! Okay. Das ging jetzt aber schnell. Lynn! Du hast sie umgebracht. Du haariges Etwas. Was ist mit seiner Optik los? So, Lynn said
you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Sister. Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Sonst küsst sie dich. I got you again. Mr. Charlie. Mm-hmm. Hello. We're taking care of my children. But yours, I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. Tötet er sich selbst? God has got silent. The birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Child, if you can, if you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Uh-oh. Dann sag ich doch, tötet sich selbst. Sieht komisch aus mit dem fünffach Kinder und dem. Na, so schnell geht das nicht, aber okay. Na toll. Das haben sie aber hübsch gemacht, oder? So von. Und jetzt? Ab nach Hause. Ab nach Hause. The world was on fire, the baby was coming. Impossible child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. Okay. Er hat aber immer noch eine Hand frei für die Kamera. Gut, rennen können wir auch nicht mehr. Naja, mit dem Baby dürfte jetzt nicht mehr viel sein. Ist bestimmt Schicht jetzt. Aber es wird gerade zu schön, als dass es das Ende sein könnte. Ich glaub schon. Vor allem mit dem Baby soll ja die Welt untergehen. Und ja, meinten die. Die meinten, das ist. Heißt ja nicht, dass es so ist. Ende gut, alle tot. Außerdem ist die Musik gerade zu christlich, als das schon das Ende sein könnte. Wieso? Stich. Aber eigentlich, weil es sind alle tot. Der dicke Vater. Oh fuck. Offenbarung. Die Sonne brennt ein bisschen. Also mehr als sonst. Okay. In the school, Dorian. Wie heißt das? Sonneneruption? Hey, Blake. Ja, ne? Try to find me. I'm over here. Ha hi 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 hi.
Oh, die sieht aber tot aus. Ja. Die hat nur ein ganz, ganz breites Lächeln. Listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Wiedergeboren. Errungenschaft freigeschalten. Tatsache. Ich glaube, wir haben es gemeistert. Das ist ja so ein tolles Ende. Ist ja noch. Oh Gott. Aha. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt das Ende nicht wirklich verstanden. Jessica war down. Aber ein paar Mal hing sie, jetzt hatte sie einen Schnitt. Das war ja tot. Das war ja. Zombie-mäßig unterwegs. Ach, das. Ich mag das ja immer nicht da, diese komischen. Das ist jetzt. Wofür hat man gespielt? So ist das immer für mich. Wie, wofür hat man gespielt? Naja, normalerweise gibt es immer ein ordentliches Ende oder ein Happy End oder kein Happy End, aber. Ja, gut, bei Outlast 1 gab es ja auch schon kein Happy End. Das, ja, eben, war ja auch kacke. Wiedergeboren, aber das heißt ja, dass er jetzt gestorben ist. Aber was hat es jetzt mit dem Kind auf sich gehabt? Das verstehe ich nicht. Weißt du, was ich meine? Mit dem Baby? Ja, mit dem Baby. Keine Ahnung. Die Welt ist untergegangen. Ist er jetzt auch gestorben und hat sie nochmal quasi... Also ich würde das Ganze so verstehen, er hat jetzt seine beste Freundin, seine Liebe, wie auch immer, nochmal im Tod gesehen. So würde ich es verstehen. Eine Schweigeminute für Jessica Lynn. Blake. Und Kind. Und Kind. Nicht. So. Naja, gut. Wir verstehen es wahrscheinlich einfach nicht. Also ich gebe zu, ich verstehe es nicht. Nee. Ich verstehe irgendwie wirklich so das ganze Ende nicht wirklich. Das ganze Spiel war komisch wie immer. Ja, wie fandest du das Spiel im Gegensatz zum ersten Teil? Naja, von dem Hin und Her war es halt, ne, ein bisschen nervig. Aber, ja, es war an sich war es das Gleiche, nur halt ein bisschen anders, verstehst du? Also ich fand das Spiel scheiße. Gut. Mir hat das erste Spiel besser gefallen. Nee, ist so, der Outlast 1 hat mir besser gefallen. Das war so, abgesehen von den Schrecken, die waren ab und zu ganz cool, aber mit diesem, wie du schon zwischenzeitlich gesagt hast. Ja, aber es war in sich einfach schlüssiger am Ende dann. Mit diesem Labor und der ganzen Kack. Und hier ist jetzt einfach so. Ja, und du musstest nicht immer hin und her rennen. Ja, nur um abzuhauen. Nicht von wegen, halt. Da vorne kommt ein Schatten, renn erstmal die 100 Meter wieder zurück den Flur entlang. Dann ist der Schatten weg und dann kannst du da wieder lang rennen. Naja. Vielleicht wisst ihr ja, worum es ging. Ja, wer von euch vielleicht eine Ahnung hat und uns beiden dumm aufklären kann. Um was es sich hier nun wirklich handelt, was es mit dem Kind auf sich hat, mit Jessica und so weiter. Vielleicht hat eine oder andere von euch sich da was durchgelesen, was wir, wie gesagt, nicht gemacht haben, so groß aber war. Aber wir werden es gleich tun. Na klar. Ja, gerne in die Kommentare und uns aufklären. Und uns gerne aufklären, ja. Wobei ich nicht glaube, dass da irgendwelche die Kapitel damit irgendwas zu tun haben oder sowas. Mach keine Ahnung. So, und damit sind wir auch am Ende. Yes. Wie gesagt, der erste Teil, mein persönliches Fazit war der erste Teil besser. Mhm. Ja, da kannst du auch Erfolge freischalten, wenn du alles findest, alles filmst, alle Kapitel hast und, und. Okay. So, na dann. Damit ringehauen. Auf jeden Fall keine weitere Folge wahrscheinlich schauen. Zumindest nicht von dem Let's Play. Ich werde nochmal vielleicht so ein Best-of zusammenschneiden mit ein paar Erschrecker-Lies, die ja zwischenzeitlich mal da waren.
Und das Best-of wird dann auch noch demnächst kommen. Damit. Tschüss. Tschüss.